Hi Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben das perfekte Wetter, es geht zur Essen Motor Show. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Du polierst nur Felgen? Weiß ich noch nicht. Vielleicht auch nur die Betten. Die Betten sauber machen können wir noch. Das geht. So lange bin ich noch nie gefahren. Stau oder was? Ja, nicht nur Stau. Schnee. Stau und Schnee. Das ist das Motto von der SM Motor Show. Das ist das Motto von der SM Motor Show. Und dein Karre noch was? Er ist da, Alter. Jetzt wird's ernst. Springt er an und fährt er zumindest bis zum Messestand. Oder einmal vor und zurück. Das wollen wir machen. Soll ich dir sagen, was wir vergessen haben, mein Freund? Ich weiß genau, was wir vergessen haben. Darf ich dir sagen? Was? Wir sagen es gleichzeitig. Was? Den Anschluss für den Thermofühler. Ja. Scheiße. Das heißt, wir haben keine Kühlflüssigkeit, ne? Ist kalt, da braucht er keine Kühlung. Wir machen das jetzt. Ich bin ihn ab. Das ist nicht der Rentner-Golf, das ist der Booster-Golf. Ui! Da ist ja ein VR6 drin, ich glaub's ja nicht. Hast du doch gar nicht gesehen, ne? Nein. Und was sagst du zu deinen lackierten Teilen? Aber schön so gemacht. Im Dunkeln passt's, ja. Ja. Hoffentlich auch im Helm, weil der Stand ist gut beleuchtet. Der wird beim ersten Mal Lena nicht kommen. Jeder kommt beim ersten Mal. Hey, aber nicht lang dein Buch. Ja, vielleicht. Warte, nicht nervös. Lass ihn erstmal so laufen ein bisschen. Liegt es am Strom? Jetzt ist schon da. Bodenlos, Alter. Ich habe ihn abgewürgt. Wieso war das eigentlich klar, dass ich das erste Mal das Auto fahre? Batterie ist platt, ne? Und ich würge ihn ab. Ich bin das nicht gewohnt, ich bin bis jetzt immer nur als Automatik gefahren. Muss man dazu sagen. Ist jetzt das erste Mal eine Handschalter, der Wagen. Ich sag dir, wie es ist. Es funktioniert, wir sind beide gefahren. Jetzt fahren wir das Ding rein und genießen unseren Kaffee. Riecht schon noch das alles. Der riecht richtig noch so nach. Die Farbe brennt sich ein. Ja. Hey, sweet thing.
Miss Petite Dang. Saw you in that Publix break room, I had to peep game. Smile bright enough to light the whole shit day. I feel a vibe every single time you whip me. Brown eyes, 5'2 with the straight hair. The way you killing all these women, it just ain't fair. You still running through my mind when you ain't there. I took my number, tell your man he could take care. Cause he don't love you like I love you, that's a known fact. The type of love make you never wanna go back. It was a prime time player to a throwback. And I don't know a lot of things, but I know that I'm way flyer than the next man. So no need to ever marvel on your ex, man. Nah, you send a text, he don't answer, he don't call right. Well, come and holler at the kid, I make it alright. Dein Hund sagt, er weiß nicht, ob es gut ausschaut. Und er macht so, ich weiß ja nicht. Ja, jetzt musst du dir anschauen, wie hier der Wagen immer betrieben wird. Der arme Junge! Der arme Junge! Herr Petrus, blutet das Herz gerade. Muss man sich echt schämen. Dreh dich noch um, damit man sieht. Wo? Wo, Mari? Neglected. Feel our souls tying whenever we be connected. Know I should be running and ducking for my protection. Plus all the homies tell me I should leave you alone. But this feeling that I'm feeling just way too strong. I'm way too gone. Off of the elixir, I'm mixed up. Fill my cup every single time that I'm with you. Okay, also Golf ist abgeladen. Felgen sind drauf. Es hat alles funktioniert. Wir müssen die Autos gleich noch positionieren. Aber davor, ne, bevor es zu spät wird, müssen wir jetzt noch den Anhänger wegbringen. Ich habe meinen Anhänger gestern schon weggebracht. 160 Euro für die 10 Tage pro Hängerplatz. Hier muss alles low budget bleiben. Deswegen haben wir eine Idee. Mit Türgriffen haben wir es nicht so in unserem Freundeskreis. Hey, mal rollt, rollt da! Auf der Reihe. 1, 2, 3. Oha! Low budget sagen doch immer alle hier. 160 Euro gespart. Hau mal gerade bei der Aftershow-Party auf den Kopf. Es ist soweit, Freunde. Wir haben alles aufgebaut. Die Autos stehen, die Klamotten sind parat. Es geht los. Es ist Samstag, der erste offizielle Tag an der Messe. Und ich habe die Befürchtung, es wird sehr wild. Die Leute stehen an. Exakt jetzt 9 Uhr. Die Tore sind aufgegangen. Das heißt, wir sind parat, haben Bock auf euch. Audi und Rentner Golf stehen hier face to face. Ein unglaubliches Bild. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt geht's richtig los. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. They wouldn't let me. Nah. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. Let I make plus with it, so don't test me. Don't test me. They wouldn't let me. Let man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. 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 Test me. Don't 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 test me. Wer ist er?
schon, soll ich dir sagen? Nein, sag's ihm nicht. Ich find's richtig geil. Was ist ein Vierergolf? Ja, wer könnte er dann sein? Der Gewinner vom Vierergolf. BAM! Oh, wow. Das ist ein Wunsch. Luft durch Freude. Definitiv. Ja, wirklich. Hat ein wichtiger Gewinn. Schau mal, er strahlt. Ja. Und er hat ihn schon wieder zerlegt. Perfekt, Alter. Genau. Ist eine Unterschrift drauf, oder was ist das? Genau. Oder Reklamation. Ist abgefallen. Das erste Wochenende ist durch, Freunde, und es war mal wieder, wie zu erwarten, absolut crazy. Erstmal vielen Dank an jeden, der an diesem Stand vorbeigekommen ist, schon mit uns gesprochen hat, uns seine Geschichte erzählt hat. Wie er mit LB Garage verbindet, ist echt crazy teilweise, was aus dem ganzen Ding geworden ist. Das wird mir auf so Messen eigentlich immer erst wieder richtig klar. Wenn man raus aus seiner kleinen Bubble kommt, aus seiner Halle, in der man halt seit Jahren da rumschraubt und hier in der Öffentlichkeit mit euch unterwegs ist. Also vielen, vielen Dank. Außerdem natürlich der Golf, der ist crazy bei euch angekommen. Der Audi, der, ich sehe schon so an seinen dunklen Scheinwerfern laufen so kleine Tränen runter. So, am I a joke to you, like? Es ist crazy, es stehen einfach 20 Leute um diesen Wagen und der Audi so, hello darkness, my old friend. Da tut mir ein bisschen leid. Also der Golf stiehlt ihm die Show, das müssen wir leider zugeben. Aber irgendwie auch berechtigterweise, das ist das aktuellste Projekt, ist kurz davor erst fertig geworden. Ich zeige euch noch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind in der Videoreihe, weil wir halt so schnell das Ding irgendwie zusammenschustern mussten und Mario auch viel nachts noch irgendwie geregelt hat. Also als Beispiel, ne, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Und falls doch, zeigen wir es euch trotzdem nochmal. Wir haben hier von Thermo Customs das Endrohr ebenfalls, auch wenn es total unnötig ist, thermoisolieren lassen. Sieht super geil aus, ein kleines Detail, wo die Leute erst hier am Messestand gesehen haben, so, what the fuck, Alter? Dann kam hier jemand vorbei, meinte so, ey Digga, ist schon geil, dass du einen Wackeldackel hast, ja? Aber die Papierrolle, die fehlt natürlich noch. Mit Hut, danke an dieser Stelle. Bleibt in dem Wagen, passt perfekt zum Rentnergold. Die Frau von Mari, die liebe Desi, hat am Freitag, als sie hierher gefahren ist, der Freitag ging die Messebereitung los, Freitagabend kam sie an, diesen Schaltsack samt Rahmen noch abgeholt. Da hat sich ein Abonnent gemeldet, auf dem Weg schnell eingesammelt. Jetzt ist er hier, Freitagabend wurde eingebaut und seit Samstag steht der Wagen jetzt auch komplett zusammengebaut im Innenraum, hier für euch zum Anschauen parat. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage. Wir machen aber jetzt hier erstmal fertig für dieses Video. Es kommt nochmal ein kleiner Montagsvlog. Wir haben ein paar coole Ideen, die wir hier auf der Messe noch durchziehen wollen. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ist euer Highlight hier auf der Essen Motor Show? Wo muss ich unbedingt vorbei? Was wollt ihr im Montagsvlog sehen? Denn das Video kommt ja online, während wir noch hier sind. Also schreibt gerne rein. Ich freue mich drüber. Bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, Moment, der Reed. Ja, du musst sagen, was ich sag, dreh dich um. Ich dachte, du schreist noch ein. Okay. Ist jetzt eingestellt. Ja. Kann ich jetzt was sagen? Alex, meins ernst. Du trinkst jetzt diesen Kaffee, den ich mit viel Liebe für dich gemacht habe. Und du wirst ihn genießen. Du wirst diesen Zucker da jetzt reinmachen und diesen Kaffee in dir spüren. Und ich möchte wissen, ob es gut war. Ansage. Watch it look daytime in the night. Bring the vibes here.